Herr Reichel, über den Flugplatz in Großenhain haben wir jetzt schon eine ganze Menge erfahren. Das sieht jetzt irgendwie nach viel Stahl und nach viel Beton aus. Aber da hier, das ist eigentlich Ihre Baustelle, da kennen Sie sich ja am besten aus. Richtig. Wie gesagt, Sie befinden sich hier in dem ehemaligen Gebiet der Garnison Großenhain. Und speziell hier im Genauen ist der Bereich eigentlich bemimt das sogenannte Sonderwaffenlager. Ja. So wie wir es hier sehen mit diesen zwei Anlagen, haben wir das zweimal in Großenhain gehabt, beziehungsweise neunmal in der ehemaligen DDR. Ja. Speziell dafür gedacht, um Munition mit besonders starker Sprengkraft zwischenzulagern. Und dort gucken wir jetzt mal rein. Da schauen wir mal rein. Dann mal los. Russischer Spezialbunker, haben Sie vor uns gerade gesagt, Herr Reichel. Jetzt sind wir drin in dem guten Stück. Das macht hier auch alles einen sehr, sehr russischen Eindruck. Was haben Sie hier eigentlich nicht, was zu einer Ausstattung eines russischen Flugplatzes vielleicht gehört? Wir haben also hier in unserem eigentlichen Museum oder in der Flugplatzausstellung Großenhain, wie wir uns bezeichnen, haben wir eigentlich kein Flugzeug. Okay, aber ansonsten ist rundherum alles da, was man so braucht. Also wir haben jetzt gerade gesehen, selbst die Anleitung der russischen Soldaten, wie man seinen Fuß richtig bewegt, ist ja sozusagen abgebildet. Es ist sozusagen fast alles da, was man aus dem Soldatenalltag kennt. Selbst wenn es um die Bekleidung geht, was Personen anhatten, die am Radargerät gesessen haben, das gibt es in keinerlei der Armeen. Zum Beispiel in diesem Anzug hier sehen wir in Goldfaden mit eingenäht. Aha, weshalb? Um die Personen, die an dem Gerät arbeiten müssen, vor Strahlung zu schützen. Das ist ja sehr interessant. Wo haben Sie denn die ganzen guten Stücke her? Haben die russischen Soldaten Ihnen das hier gelassen und haben gesagt, Mensch, Herr Reichel, kümmern Sie sich mal drum, damit hier auch noch ein bisschen was übrig bleibt von uns? Also wir müssen sagen, ein Teil des Materials, wie wir es hier sehen in der Ausstellung, ist zu uns gekommen von ehemaligen. Und ein großer Teil ist natürlich von den Institutionen und Garnisonen, die in Deutschland waren und dort quasi zurückgeblieben sind und sag ich mal, eine Heimat gefunden haben hier in Großenhain. Seit wann beschäftigt man sich denn wie mit solchen Sachen, also das alles zusammenzusammeln? Kurzum, seit wann kümmern Sie sich hier darum? Also wir sind seit 2000 hier am Standort in Großenhain auf dem Flugplatz und beschäftigen uns eigentlich mit der Geschichte und haben eigentlich ein Domizil gesucht, wo man, sag ich mal, Geschichte am Bauwerk bzw. Geschichte, wie sie live stattgefunden hat, darstellen kann. Und da haben wir hier diese Liegenschaft gefunden, haben gesagt, das ist der richtige Punkt, wo man das so in dieser ganzen zusammenhängenden Geschichte darstellen kann. Und Sie sind immer noch dran, das quasi zu komplettieren und weiter fortzuführen. Richtig, richtig. Jetzt ist es ja schön, wenn man sowas sammelt, das Ganze in einem Bunker versteckt, aber es macht ja relativ wenig, sage ich mal, Sinn, wenn sich 10 oder vielleicht 15 Leute darüber freuen können. Können sich denn da auch ein paar mehr Leute drüber freuen? Richtig, also zu diesem großen Spektrum, wie wir es sagen, gehört natürlich auch dieser Kreis. Man muss ja heutzutage die modernen Medien mit einbeziehen. Ja. Das Internet, da haben wir natürlich eine Webseite, die sich, sage ich mal, mit diesem Thema befasst. Die wird von unseren Co-Partnern mitbetreut, in der Ukraine und Moskau sitzen die. Und baut eigentlich aus der Geschichte her auf, dass natürlich am Standort Großenhain in der Garnison, wenn man sich vorstellt, 8000 Leute gelebt und gewohnt haben in Spitzenzeiten. Mhm. Und natürlich eine Schule für die Kinder der Offiziere. So, und wenn man sich vorstellt, in der Schule allein 97 Lehrkräfte, wie viele Schüler da waren. Ja. Und dazu zählten natürlich auch für den Standort Riesa, die Schüler, die in der Garnison Riesa untergebracht waren, wurden nach Großenhain gefahren mit dem Bus und wurden hier unterrichtet. Aha. Und über die ehemaligen Schüler ist eigentlich der Kontakt in die Heimat entstanden, die uns gebeten haben, eben eine Plattform zu schaffen, um sozusagen den Kindeskindern die alte Heimat zu zeigen. So ist das entstanden. Wann können denn die Kindeskinder hier vorbeikommen und vielleicht auch mal die Nachbarn aus Riesa, Gröditz, Großenhain oder Meißen? Und dürfen die einfach mal anklopfen? Das ist natürlich eine Möglichkeit, die bei uns besteht. Einerseits über die Stadtverwaltung Großenhain, über die Großenhain-Informationen, über unsere Homepage, telefonisch, schriftlich, allerlei Möglichkeiten sind da gegeben. Personen, Gruppen, Einzelpersonen können sich bei uns melden und können einen Termin vereinbaren. Marcel Reichel, liebe Zuschauer, der Mann, der sich hier bestens auskennt in Sachen Militärhistorik auf russischer Seite sozusagen. Wir haben eine ganze Menge erfahren über den Flugplatz in Großenhain und was er vielleicht so für kleine Geheimnisse verbirgt.